So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Let's Paints. Ich habe von Kreuz One die Frage gestellt bekommen, was ich davon halte, von diesem Trend, dass viele Leute auf Outlines verzichten. Und jetzt muss ich nochmal lesen, was hat er denn genau geschrieben? Dass viele Leute auf Blöcke verzichten und dafür dickere Outlines einfach machen, was ich davon halte. Ich finde es im Grunde, wenn es gut aussieht, gar nicht mal so verkehrt, weil Blöcke sind keine Pflicht in meinen Augen. Ich weiß auch nicht, ob ich hier bei dem Style in dem Bild, ne, bei dem Style, ob ich da Blöcke machen werde oder wie ich da vorgehe. Vielleicht mache ich einen Schlagschatten, das weiß ich alles noch nicht, das wird sich aber alles heute in der Aufnahmesession noch entscheiden. Ich lasse mir immer bewusst so ein paar Punkte offen, weil ich schon genug Vorplanung hatte und auch den Entwurf zu malen, das war schon sehr zeitaufwendig und dann habe ich mir einfach gesagt, okay, lass dir den Punkt einfach mal offen und schaust du mal, wie du das dann machst mit dem Style, das kannst du ja noch überlegen. Also quasi einfach mal verschoben und dem Zukunftszeig so ein bisschen in die Schuhe geschoben. Und ja, also ich weiß es tatsächlich immer noch nicht, aber ich werde schon eine Lösung finden. Wenn ich jetzt mal so gucke, auf jeden Fall kriegt das Ding auch fette Outlines. Und es kriegt auch einen Schlagschatten, denke ich. Und wahrscheinlich mache ich das ohne Adding, sondern mal komplett in Acryl, weil das so im Glanz, wenn das Licht drauf scheint, halt auch anders aussieht, wenn ich an manchen Stellen unterschiedliche Farben verwende. Also von den Addings, den Lack, den sieht man einfach ein bisschen mehr. Der reflektiert mehr das Licht. Und wenn dann so ein Bild an der Wand hängt später und man sieht das von der Seite, dann sieht das schon blöd aus sonst. So. So, verzeiht mir, aber ich muss hier immer wieder auf den Laptop schauen und gucken. Also, wenn ich dann mal eine Sekunde nichts sage, dann ist das einer der wenigen Momente in meinem Leben, wo ich tatsächlich mein Gehirn benutze und gerade nachdenke, was ich denn so als nächstes tun muss. So, das Mikrofon stößt nirgendwo mehr an, also die Störgeräusche dürften tatsächlich weg sein. In Klammern hoffe ich, aber in Klammern gehe ich auch von aus. So. Diese hellen Punkte sagen euch jetzt noch nicht viel. Ihr werdet später feststellen, und das ist oft bei meinen Bildern so, dass man es erst so richtig erkennt, wenn das ganze Ding schon über die Wupper ist. Das sind nachher Lichteffekte. Und das wird sich im Gesamtbild dann auch gut darstellen lassen. So, hier fade ich ein bisschen aus, weil ich glaube, dass ich hier an den Stellen immer noch nicht im Tiefschwarz angekommen war. So. Dann, was wollte ich noch erzählen? Und zwar, genau. Ich bin ja auch von manchen Sachen Fan, ne? Und zwar bin ich Fan von meinem herzlichen Dank nochmal. Ich habe da so einen richtig, richtig treuen Hater, ja? Und dieser Hater, der ist immer da und dem kann ich auch echt Danke sagen. Der wacht über meine Videos und wenn ich ein Video raushaue, was 20 Minuten dauert, ich kann sicher sein, ich habe nach einer Minute schon ein Dislike von dem. Ich feiere das immer voll, ich lache mich immer mega weg, wenn er wieder am Start ist. Ich finde es schade, dass er nicht mal in die Kommentare schreibt, was ihm nicht gefällt, so damit ich seine Bedürfnisse da wahrscheinlich auch. Also seinen Bedürfnissen da auch ein bisschen gerecht werden kann. Aber naja, ich feiere das voll. Dieser süße Hater. Muss da mal drauf achten. Klar, bei dem einen oder anderen Video habe ich ein paar mehr Dislikes.
Zum Glück auch nicht so viele. Aber in letzter Zeit ist auf jedem Video mindestens ein Dislike. Und ja, vielen Dank an dieser Stelle an meinen treuen Hater. Finde ich echt witzig, feiere ich voll. Meine Freunde sagen auch immer, er war schon da und hat schon ein Dislike gesetzt. Was ist los mit diesem Rechner? So, habe hier einen Laptop stehen mit dem Entwurf. Und dieser Laptop kostet mich Nerven. Ich sag's euch, der hat dauernd irgendwas. Ich habe da Kaspersky drauf und trotzdem will der dauernd irgendein Windows-Update. Und da ist ja hier keine Möglichkeit bei diesem Windows-System irgendwie zu sagen, nein, ich möchte das Update jetzt nicht. Das wird einfach getan. Finde ich mega scheiße. Manchmal braucht man den Laptop nur ganz kurz, um mal eben was zu machen. Und dann fängt er an, da selbstständig irgendwelche stundenlangen Updates zu fahren. Hatte ich auch gestern. Also dank Windows konnte ich ungefähr 1,5 Stunden weniger aufnehmen, als ich eigentlich vorhatte. Ja, man spielt doch immer wieder mit dem Gedanken, vielleicht doch eher Apple ins Auge zu fassen. Ist zwar teuer, aber zickt nicht so rum. Und auch mein fester PC hinten, der läuft immer, als wäre da gerade so ein Reaktor hochgegangen. Keine Ahnung, als würde das Ding gleich in die Luft fliegen. Das hatte ich auch bisher bei jedem Windows-PC. Es ist einfach zum Kotzen manchmal mit diesem Betriebssystem. Ich verstehe es einfach nicht. So, jetzt muss ich noch mal gerade schauen. Ich mische mir noch mal ein Grau an. So, hier, ne, mein Brettchen habe ich in den letzten Folgen schon mal hier und da gezeigt. Im Grunde, wenn man Schwarz am Pinsel hat, braucht man gar kein Schwarz mehr dazu tun. Man nimmt einfach Weiß, verreibt es ein bisschen, schon hat man wieder sein Grau. So. Übrigens, schreibt mir ruhig echt in die Kommentare, auch hier, ne, was ihr als nächstes denn mal so sehen wollt oder was ich auch sagen soll, auf was für Fragen ich eingehen soll. Auch wenn das jetzt hier eine geschlossene Aufnahmesession ist, die schon längst passé ist, wenn ihr diese Videos seht. Ich werde mir die Kommentare trotzdem notieren und für kommende Sachen dann auch noch auf dem Schirm haben. Also ich werde eure Fragen auch immer noch beantworten können. Ich musset einfach nur wissen, was ihr wissen wollt, ne? So, jetzt mache ich schon mal gerade. Ich springe hier immer ein bisschen von Stelle zu Stelle, wie ihr auch feststellt. So. Dieser Atmosphärenumwandler. Ich kann es euch sagen, Leute. Ist ein echt verdammt krasses Teil. Sowas hätte ich nicht gerne im Wohnzimmer stehen. Ist nämlich radioactive ohne Ende. Sowas stelle ich mir höchstens ins Badezimmer. So. Jetzt mische ich mir mal ein helles Grau an. Auch da brauche ich gar keine weitere Farbe, außer Weiß auf den Pinsel zu nehmen. Jetzt nehme ich die Farbe wieder runter und ziehe mir quasi hier die dunklere noch mal ein bisschen durch. Und ich merke, ich bin immer noch zu hell. Ich nehme mal noch ein bisschen dunklere Farbe mit drauf. Und so entsteht das gute Stück, Stück für Stück. Gestückelt in Stücken.
Bis nach Stuckenborstel. So. Man merkt, ich schaue doch das ein oder andere Video von Gronkh. Feiere ich sehr, was er so macht. Nur leider, leider, leider hat er mit den Minecraft-Videos aufgehört. Das finde ich super schade. Da hätte ich gerne mehr von gehabt. Irgendwie alle, aber ich weiß nicht, warum er sich dazu entschlossen hat, 1000 Folgen zu machen und dann plötzlich gar nicht mehr. Das weiß, glaube ich, nur der gute Mensch selber. Aber naja. Manche Let's Plays tue ich mir dann doch an. Genau wie hier Stranded Deep oder Los Forestos habe ich auch ein paar Folgen von gesehen. Ist eigentlich ganz cool. So. Wir haben noch ein bisschen Zeit in dieser Folge. Und ich gucke jetzt einfach mal, dass ich mir den Pinsel noch mal ein bisschen auswasche. Ja. Nochmal sorry wegen der Störgeräusche in den Videos am Anfang. Das war nicht so geplant, das war nicht so gewollt, aber es ist so passiert, weil ganz einfach das Mikrofon an die Staffelei gestoßen ist, also der Mikrofonständer, und das ist Alu auf Stahl und somit ist das dann sehr laut gewesen. So, nochmal ein bisschen Weiß dabei. Hier, könnt gerne mitgucken, ne? Also ein Grau heller zu kriegen erfordert immer ganz schön viel Weiß. Ein Grau dunkel zu kriegen, nur ganz wenig Schwarz. Denn bei Acrylfarben ist es echt so, dass die sehr, 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 sehr pigmentstark sind, die dunklen Farben. Und da braucht es nur wenig, um da weiterzukommen im Fading. So, hier haben wir erstmal wieder ein dunkleres Grau. Ich habe gerade einen Ohrwurm, deswegen ich würde am liebsten hier die ganze Zeit anfangen loszusingen. Aber ich glaube, das käme nicht ganz so cool. Und zwar von Separate. Das ist nur für meine Bros. Der ein oder andere kennt es vielleicht. Und ja, Separate ist in meinen Augen nicht tot. Und was auch immer Kollega da damals gemacht hat, es ist mir sowas von Latte. Ich höre Kollega Mucke ja eh nicht. Klar, hat auch zwei, drei gute Lieder, hat bestimmt auch mehr Lieder, aber ich höre sie mir nicht an, weil mir der Typ einfach mit seiner arroganten Art voll auf den Senkel geht. Ist ja auch Geschmackssache. Und ich glaube auch, dass 90% seiner Zuschauer das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Weil ganz ehrlich, so Leute in meinem Alter. Ich kenne, glaube ich, keinen, der Kollega hört. Und es sind alles Leute, die mit Hip-Hop viel zu tun haben. Ist halt auch dieses Comedian-Ding, was die Jungs da abziehen, wo man sich dann auch seinen Teil denkt. Ist das Kunst oder kann das weg? Ne? So nach dem Motto. Aber naja, ich wünsche ja jedem seinen Erfolg und soll er ja machen und tun. Aber dass der da so Lügen über Separate erzählt und auf einmal alle drauf anspringen und Separate ist out und keiner darf mehr Separate hören. Leute, Separate, der ist schon am Start gewesen, da waren viele noch nicht mal auf der Welt. Der hat damals schon, ich habe mir, weiß ich nicht, vor 15 Jahren schon Schallplatten von dem gekauft. Die waren Bombe, astreine Sache. Der Typ hat einfach mega was drauf, der macht Musik. Also ich höre sein neues Album, sein aktuelles Album höre ich im Moment jeden Tag im Auto.
auch fast die komplette Strecke nach Zwickau. Macht einfach Bock, ihm zuzuhören, und ich finde die Sachen auch einfach monster gut, die er macht. Ich finde seinen Rap-Flow super gut, den er macht. Man merkt, der Typ ist einfach ein Kraftwerk in sich. Ne? Wenn man sich zum Beispiel mal seinen Battle bei Rap am Mittwoch anguckt, der Typ, der hat's einfach mega drauf, und ja, das ist jahrelange, jahrzehntelange Erfahrung. Und ja, wie gesagt, der hat schon Mucke gemacht, da hat Kollege noch in die Windeln gekackt, ja. Und das hat er auch drauf. Natürlich jetzt nichts gegen Kollege an sich, ne? Ich fand es halt nur scheiße, dass er da so Lügen rum erzählt hat. Aber Kollege soll sein Ding machen, aber der ein oder andere, der von euch denkt, Separate ist tot, gebt dem Jungen doch bitte auch nochmal eine Chance. Hört euch mal seine Sachen an, der Typ ist echt krass gut. Und also in meinen Augen hat das tatsächlich auch verdient, mehr mit seiner Mucke zu schaffen. Und wenn ich überlege, der Typ, der ist, ich habe den schon vor Jahren gefeiert, ja, und der ist jetzt am Hustlen. Der hat auf seinem YouTube-Channel weniger Abonnenten als ich. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, ja. Das ist keine Ahnung, ey, aber der hat auf jeden Fall mehr verdient. Viel, viel mehr. Naja, dies zum Thema Seppo. So, jetzt muss ich gerade nochmal schauen. Leute, wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Und ich sage euch, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Zuschauen, für eure Kommis. Auch wenn ich jetzt noch überhaupt nicht weiß, ob die positiv oder negativ sind. Und ich sage euch bis zum nächsten Mal. Euer Psych One. Peace.